Die Rapid-Viertelstunde wird Ihnen präsentiert von Immo United. Hallo und herzlich willkommen zur 211. Ausgabe der Rapid-Viertelstunde auf W24. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Genau heute, am 13. Dezember, feiert dieser Mann, der hier neben mir sitzt, seinen wievielten? 80. Muss man sich vorstellen. 80 und ist fit und ist, kann man sagen, quitschfit, oder? Ja, ich fühle mich wohl und das ist das Wichtigste. Ich hoffe, ich lebe noch lang. Rudi Flögel, ein ganz großer Rapidler, heute zu Gast in der Rapid-Viertelstunde. Wir melden uns aus unserem Rapideum und das sind die Themen der Sendung. Koya Kitagawa besucht in Wien eine japanische Schule. Rapid-Legende Rudi Flögel feiert seinen 80. Geburtstag. Und Bugatti, unser Ausrüster in Sachen Mode. Die Mannschaft hat alles anprobiert. Hier habe ich mir einen kleinen Schwindler geschrieben. Da steht: von 1959 bis 1972 bei Rapid. Rapid-Kapitän von 1970 bis 1972. Viermal österreichischer Meister, viermal österreichischer Cupsieger. Was war das Besondere an dieser Mannschaft, in der du drinnen warst? Ja, das Wichtigste, wir waren fast immer die gleiche Mannschaft. Ja, es ist nur einer tauscht worden, wenn er krank war oder wirklich ganz schlecht gespielt hat. Aber im Grund waren wir immer die gleichen, weil da hat es es nicht gegeben, dass alle Jahre einer weggeht und so. Sonst hättest du müssen 18 Monate warten und das hat keiner wollen. Ja? Und so sind wir richtig zusammengewachsen. Und das Wichtigste ist meiner Meinung, und das geht bis heute noch, es gehören gewisse Führungsspieler, und die haben wir gehabt. Wenn wir reinkommen sind als Junge, was ich gleichen, als Coach, ich Flügel, haben wir gehabt, den Hanapi, den Körner und Dings, wie soll er heißen, schlafen gehen, nichts trinken, ja, also das, oder vor dem Spiel, nicht? Also vorbereiten. Das war ganz, ganz wichtig, und ich war halt der Typ, und bis heute so Sachen habe ich eingehalten. Nicht? Und ich wobei, ein sehr guter Freund von dir, der eine Generation fast davor war, Freddy Körner, sagt man hier und da, habt schon was getrunken, oder? Also das wissen alle. Ich habe das erste Bier getrunken mit 27 Jahren. Ja? Mit 27 Jahren. Und dann ist es so, auf einmal kriegst du ein Rapid-Achterl und ein Reise-Achterl und dort und das, bis ich gebrochen habe, ein paar Mal. Und das habe ich nie mehr. Dann habe ich gewusst, ich trinke entweder ein Bier oder ein Glas Wein. Mhm. Alles zu seiner Zeit natürlich. Und ja, also mit dem bin ich gut gefahren und ist auch heute noch so. Wir haben ein weiteres Thema in der Rapid-Viertelstunde und da schauen wir ganz kurz hin, und zwar Koya Kitagawa, unser Stürmer, der sich leider verletzt hat, jetzt aber bald wieder ganz fit ist, der war in einer japanischen Schule in Wien und da konnte er viel erzählen, musste Autogramme geben, durfte Autogramme geben. Wir waren mit der Kamera mit dabei. Mein Schulabschluss in Japan liegt 6 Jahre zurück, da war ich 18. Allerdings gab es danach für mich auch immer wieder Events wie dieses, die mich noch einmal in eine Schule geführt haben. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe immer sehr gerne Sport betrieben, in meiner Freizeit, aber auch in den Schulpausen. Dann bin ich in den Hof gegangen, um Fußball zu spielen. Meine Eltern waren streng, ich durfte erst Fußball spielen, nachdem ich meine Hausaufgaben erledigt hatte. Somit habe ich es auch ihnen zu verdanken, dass ich es schaffte, Schule und Sport unter einen Hut zu bringen. Schwierig,
Was ich jetzt machen würde, wenn ich nicht Fußballspieler geworden wäre? Das ist eine schwierige Frage. Mit dem Fußballspielen habe ich nämlich wegen meines älteren Bruders begonnen. Wenn er etwas anderes gespielt hätte, zum Beispiel Baseball, wäre ich jetzt vielleicht ein Baseballspieler. Wer weiß. Ich möchte den Kindern auf jeden Fall mitgeben, dass man seine Ziele verfolgen und für seine Träume hart arbeiten muss. Das gilt für den Sport als auch fürs Studium. So wurde mir das als Kind beigebracht. Rudi Flögel heute zu Gast in der Rapid-Viertelstunde. Rudi, wir sitzen hier auf einer sehr geschichtsträchtigen Bank, sie ist von der Pfarrwiese. Du hast die Bank gesehen und hast gesagt, da habe ich Unkraut ausgerissen. Was war das? Ja, da war folgende Situation, da war ich so 16, 17 Jahre, habe ich keine Arbeit gehabt. Und meine Eltern oder mein Vater hat gesagt, die Rapid, die sollen dir Arbeit verschaffen, sonst darfst du nicht mehr zum Training kommen, nicht mehr hingehen. Habe ich das gesagt, ne? Da war der Holzbach damals der Macher. Und haben sie mir Arbeit verschafft, eben den Platzmeister Höfen in Hütteldorf auf der Pfarrwiese. Also das heißt, die Mutter hat mir Reindl mitgegeben in Essen. Das habe ich zum Mittag können dort wärmen und essen. Nur kann ich mich erinnern, ist Folgendes passiert. Im Guten, das heißt, ich liege auf so einer Bank, das heißt mit der Bank da, und zwar zwischen ist das Unkraut, das habe ich müssen auszupfen. Ich bin am Bauch gegangen und habe so ohne Anstrengung das Unkraut immer auszupft, ja. Und auf einmal, die erste Mannschaft hat schon trainiert, kommt der Happel gelaufen und sagt, geh, Bub, komm, spiel mit, wir sind Unkraut, ne? Sag ich, ja, und habe mitgespielt und bin aufgefallen. Und das ist nur zwei, dreimal passiert, und auf einmal ist die Reise gegangen nach New York, nach Amerika, und der Happel sagt vor alle dort, ja, nehmt den Bub mit, wieso nehmt den Bub nicht mit, ne? Na, kann man sich vorstellen, was das für meine Familie und überhaupt war. Die Mutter, die Nachbarin, alle am Flughafen, jö, der Bub fliegt, herrlich. Also das war wirklich einmalig, ja, und so hat es begonnen. Ich habe jetzt eins auch durch, der Herr Happel ist gekommen, man war per Sie, ja. Große Respektpersonen. Ja, wir früher, es war eben so, wir waren per Sie, bis halt dann einer, da zum Beispiel der Dienstrobert, haben wir ein Bankett gehabt nach einem Spiel, Wismut Aue war das, es war das dritte Spiel, wir haben es nicht gewonnen und das eine Tor habe ich geschossen und da waren wir dann beim Bankett und da habe ich müssen auf die Toilette und in mir steht der Robert Dienst und wenn wir fertig waren, dort legt er die Hand auf meine Schulter und sagt, und jetzt darfst du zu mir sagen, hast du das verdient, ne? Ja, so. Also sowas. Habt ihr einen Clubanzug gehabt? Das heißt, irgendein Sakko, was alle gleich angehabt haben, hat es sowas schon gegeben damals? Es hat so zwischendurch, sind wir schon gleich angezogen gewesen. Ja, das stimmt schon einmal, glaube ich, das war ein Weihnachtsgeschenk, sind wir alle zum Schneider, richtig. Der SK Rapid bekommt auch neue Clubanzüge. Der Partner ist Bugatti und wir waren mit der Kamera dabei. Die Spieler durften ihre neuen Anzüge anprobieren. Laufsteg frei für die Spieler des SK Rapid und Bugatti. Der Modehersteller aus Deutschland ist seit der Saison 2017 und 18 Teampartner und kleidet die Hütteldorfer mit Outfits für den formellen und Casual-Bereich ein. Heute ist Anprobe in einem Modehaus in Wien. Der erste Eindruck vom neuen Zwirn? Super, wirklich super Material und richtig schöne Anzüge. Bugatti-Anzug ist im Prinzip ein guter Anzug, wenn es darauf ankommt, dass man auch ganz gut strapazieren kann und im Prinzip auch ein sehr modisch geschnittener Anzug, also für die Zielgruppe sicherlich gut passend. Nicht? Wäre es genau deins oder eher nicht? Ja, ich finde schon sehr, sehr gut aus. Sehr stylisch und ich würde schon tragen. Wer glaubt, dass einem durchtrainierten Körper ein Anzug auf Anhieb passt, der wird eines Besseren belehrt. Nein, mir hat noch nie ein Anzug passt von Haus aus. Es ist auch ganz normal, dass die meisten Änderungen eben sind, dass man die Ärmel eventuell etwas verändert und die Hosenlänge. Also das sind mit Abstand die häufigsten Änderungen, die zu machen sind. Nicht? Also ich bin ein Typ, man trägt ja nicht oft Anzug und wenn dann, ja, wenn er dann so steif ist und wenn man sich nicht gescheit bewegen kann, dann ist das nicht so cool. Und das ist bei denen nicht. Also es ist wirklich gemütlich zum Tragen und das ist dann im Endeffekt das Wichtigste. Können wir wirklich dankbar dafür sein, dass wir so etwas Tolles zur Verfügung gestellt bekommen und demnach sind wir glücklich darüber.
Hallo Kelvin, jetzt hast du ein Sakko bekommen. Was sagst du dazu? Ja, ich finde es eigentlich sehr, sehr schick. Überhaupt, dass ich kein Leibe drunter habe, ist noch besser. Ich glaube, es betont so meine Figur. Und ja, finde ich sehr schön. Ja, durchaus ansehnlich. So, kann man nicht sagen. Wir schauen alle schick im Anzug aus, genau wie der Thorsten. Wenn es um Eitelkeit geht, ist der Knoblauch ganz vorne. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim Anzug auch das Thema Nummer 1 für mich ist, aber in der allgemeinen Eitelkeit ist der Knoblauch ganz weit vorne. Wie man unschwer an diesen Gorillasöckchen erkennen kann. 1 Euro, glaube ich, habe ich zuschlagen müssen. Das ist natürlich, wenn ich keine Schuhe habe, ein Blickfang und demnach trage ich sie sehr gern. Ein passendes Outfit für jede Situation zu haben, dazu trägt auch der heutige Vermessungstermin bei. Bei den Spielern ist bereits die Vorfreude groß, die neuen Anzüge dann endlich ausführen zu können. Die Anprobe war jetzt schon mal cool, die Anzüge schauen, glaube ich, lässig aus. Ist auch super, dass er auf jeden individuell ein bisschen zugeschnitten wird, weil doch jeder Körper anders ist. Und ich glaube, die Anzüge sind schön und wir werden sie sicher hoffentlich nächstes Jahr im internationalen Bewerb dann wieder zeigen können. Das hoffen die Rapid-Fans auch. Mit Bugatti spielt Rapid jedenfalls schon einmal modisch ganz vorne mit. Rudi, kannst du so in diesen vielen Superlativen, die es gibt in deiner Karriere, 430 Mal für Rapid gespielt, was so das schönste Erlebnis war? Gibt es da eins? Also es waren lauter, wenn man so ins Ausland gekommen ist und so, wenn man gesehen hat, wie die leben und das heißt vom Essen her und die Sportplätze, das war alles interessant. Aber ja, vielleicht, ich denke immer, weil es immer erwähnt wird, dass ich bei den Länderspielen unter Karl Decker, wie wir geschlagen haben, England, das war die Sensation, da sind wir hingefahren und haben gesagt, das war ganz arg, nicht? Hat es geheißen, gewinnen dann wir eh nichts, weil die waren ja Favorit und wir haben wieder nichts gekriegt, also bei Niederlage hast du die Hand gekriegt. So, auf einmal ist ein Sportartikelhändler gekommen und der hat gesagt, wenn jemand auf Adidas spielt, kriegt er 1000 Schilling. Und ich glaube, auf Sieg haben wir gekriegt 1500 oder 2000, wenn ein Länderspiel, wenn man gewinnt, ja. Wenn man auf Unentschieden spielt, die Hälfte. So, jetzt habe ich aber nur Boomer-Schuhe gehabt von Rapid, ne? Und der Dierenberger Ali, ja, der war auch dabei, der war Ersatz. Und der hat aber Adidas gehabt und ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, leih mir deine Schuhe, haben wir jeder 500er, nicht? Wenn man, sagt er, aber wenn ich spiele, so bei dir ist eh wurscht, du spielst mit den Gummler da. Ne? Und der ist aber dann so reinkommen mit den Gummler. Ne? So, und jetzt war Folgendes: Es hat aber die Schuhe waren um 2-3 Nummern zu groß. Ich bin rausgegangen wie der Charlie Chaplin, so mit den auftretenden Schuhen und schieße noch ein Tor damit. Also, das gibt es ja heute gar nicht, dass ich mit fremden Schuhen spiele, nur wegen denen, weil wir schon vorher gewusst haben, wir gewinnen eh nichts. Dass wir, und dann haben wir gewonnen und haben noch das Doppelte gekriegt und nachher sind wir gestanden dann bei der Mittelauflage nach dem Spiel. Was war denn jetzt? Wir haben gar nicht das richtig mitgekriegt, dass wir gewonnen haben. Wahnsinn. Ich freue mich sehr, dass es dir gut geht. Ich gratuliere dir nochmal ganz herzlich zum Danke. 80. Geburtstag. Danke. Und jetzt noch eins. Was machst du am Sonntag? Weißt du das schon? Sonntag? Gut. Du brauchst mir gar nicht sagen, ich lohne dir jetzt ein mit Gattin. Am Sonntag gibt es nämlich im Stadion was ganz Besonderes. Ich würde mich freuen, wenn viele Rapidlerinnen und Rapidler kommen. Weihnachten im Stadion. Los geht's um 15 Uhr. Die Veranstaltung dauert von 15 bis 20 Uhr. Wir haben viele schöne Weihnachtshütten aufgebaut. Es gibt 2 Bühnen. Es wird gesungen. Man kann mit der Mannschaft mitsingen. Unsere Mannschaft wird natürlich auch live singen. Rudi vielleicht auch, ein guter Sänger. Eintritt ist frei, für Speisen und Getränke ist gesorgt. Einfach mit dabei sein. Wir haben ein tolles Rahmenprogramm vorbereitet, auch viel für die Kinder. Und vorher, ganz wichtig, geht es noch in die Südstadt. Da gibt es für den Gästesektor am morgigen Samstag noch Karten. Matchbeginn ist um 17 Uhr. Bitte auch dort mit dabei sein, wenn es geht, unsere Mannschaft unterstützen. Und jetzt verabschieden sich sehr herzlich Rudi Flögel und Andi Marek. Also Herr Glöckler, wie fühlen Sie sich? Ja, diesmal umgeschminkt, wie ich sehe, war Ihre letzte Opernballrobe. Schön, oder? Geschrumpft. Die Rapid-Viertelstunde wurde Ihnen präsentiert von Immo United.